Herzlich willkommen im Seminar Semantik in der Germanistik der Heinrich-Heine-Universität. In der heutigen Sitzung, der letzten in diesem Semester, geht es um das Thema Metapher. Es fällt scheinbar ein wenig heraus aus dem Seminarprogramm, in dem wir uns nach den prinzipiellen Fragen, nach dem Wesen von Bedeutung, von Wortbedeutung, zu Satzbedeutung, zu Diskursbedeutung hochgearbeitet haben. Vielleicht ist Ihnen dabei aber auch aufgefallen, dass wir dabei fast immer nur wörtliche Bedeutungen besprochen haben, und mit der Metapher wenden wir uns jetzt aber übertragenen Bedeutungen zu, die manchmal auch uneigentliche Bedeutungen genannt werden. Und da wir diese in allen Größenordnungen finden, schneidet das Thema metaphorische Bedeutung auch quer durch die meisten Themen, die wir bisher besprochen haben. Dies hier ist die Literaturgrundlage des heutigen Blocks. Bevor wir an eine Definition oder zumindest einigermaßen trennscharfe Charakterisierung der Metapher gehen, schauen wir uns zunächst einmal ein Beispiel für metaphorischen Sprachgebrauch an und was wir daraus über übertragene Bedeutungen lernen können. Ein Beispiel aus der Textgrundlage stammt von Jean Paul. Es lautet: Das Fett ist sein erster Sarg. Was können und wollen und sollen wir hier verstehen? Wenn wir die Äußerung zunächst einmal wörtlich verstehen, müssen wir sagen: Nee, Jean Paul, das haut nicht hin. Fett ist kein Sarg. Wenn wir uns nämlich im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache mal anschauen, was Sarg bedeutet, dann finden wir, dass es ein Kasten mit Deckel ist, in den der Leichnam gelegt wird. Demgegenüber handelt es sich bei Fett um festen, flüssigen oder halbfesten Stoff aus den Estern des Glycerins und Fettsäuren, der aus pflanzlichen oder tierischen Zellen gewonnen wird und große Bedeutung für die menschliche Ernährung und für technische Zwecke hat. Und zweitens die Anhäufung von Fettgewebe im tierischen und menschlichen Körper als Vorratsstoff und Polster. Wenn wir die Bedeutungen also gegenüberstellen, zeigt sich, dass Fett offensichtlich kein Sarg ist. Fett gehört nicht zur lexikalischen Bedeutung von Sarg, ist keine Art von Sarg, so wie Gurken eine Art Gemüse sind, aber wörtlich genommen behauptet das diese Äußerung von Jean Paul. Natürlich weiß, oder sagen wir wusste, dass auch Jean Paul, wenn er so etwas sagt, rechnet er offensichtlich auch damit, dass seine RezipientInnen sehen, erkennen, dass er etwas Falsches sagt. Wir erkennen, dass er offensichtlich gegen das Kooperationsprinzip verstößt und spezieller gegen die Konversationsmaxime der Qualität. Sie besagt: Sage nichts, wovon du glaubst, dass es falsch ist. Wörtlich genommen ist die Aussage falsch. Wir RezipientInnen gehen aber nicht davon aus, dass Jean Paul gegen das Kooperationsprinzip verstößt. Deshalb schließen wir, dass die Aussage nicht wörtlich gemeint ist, dass sie vielmehr etwas aussagt, von dem Jean Paul meint, dass es wahr ist. Um die Äußerung zu verstehen, müssen wir also offensichtlich eine Übertragung vornehmen. Wir sollen offenbar Bedeutungsinhalt vom Konzept des Sarges bzw. des ersten Sarges auf das Konzept des Fetts übertragen. Das Konzept des ersten Sarges ist dabei das Quellkonzept, von dem etwas auf das Zielkonzept Fett übertragen werden muss. Der Produzent dieser Äußerung scheint dabei implizit anzunehmen, dass es eine Ähnlichkeits- oder eine Analogiebeziehung zwischen dem Quell- und dem Zielkonzept gibt, denn sonst würde die Übertragung wieder zu Unsinn führen. Wie könnte die Bedeutungsübertragung aber aussehen? Zumindest ich verstehe die Äußerung folgendermaßen. Ich möchte auch nicht versäumen zu sagen, dass Jean Paul damit ziemlich furchtbares Bodyshaming betreibt.
Körperliches Eigenfett und ein Sarg haben gemeinsam, darin besteht dann die Ähnlichkeit, dass sie beide etwas sind, in das Menschen eingeschlossen sind. Im Falle des Sarges ist dieses Eingeschlossensein bedeutungsgleich mit Lebensunfähigkeit. Tatsächlich landen ja üblicherweise auch Leichname in Särgen. Mit der Äußerung werden wir nun dazu eingeladen, die Schlussfolgerung zu vollziehen, dass sein Körperfett für die Person, von der hier die Rede ist, ein gewisses Maß an Lebensunfähigkeit bedeutet, das mit der vollständigen Leblosigkeit einer Leiche in einem Sarg vergleichbar ist, wenn auch nicht ganz. Das Eingeschlossensein ins eigene Körperfett soll eine Vorstufe der Leblosigkeit bilden, die das Eingeschlossensein der Leiche in einem Sarg bedeutet. Deshalb ist es der erste Sarg. Fettsein ist sozusagen Todsein von Lebendigen. Und damit haben wir wesentliche Eigenschaften der Metapher bereits illustriert. Metapher kommt, so wie so viele semantische Konzepte, aus dem Griechischen. Metaphora bedeutet Übertragung und das zugehörige Verb metapherein, anderswohin tragen. Natürlich war wieder Aristoteles entscheidend beteiligt. Er hat die Metapher als Übertragung eines Namens auf einen anderen als seinen eigentlichen Gegenstand bezeichnet. Die Idee der Übertragung kennzeichnet alle Metaphernkonzepte. Fassen wir das am Beispiel, was wir am Beispiel von eben illustriert haben, noch einmal allgemeiner zusammen. Das Kennzeichen metaphorischer Äußerungen ist, dass sie mindestens einen Ausdruck enthalten, der nicht wörtlich verwendet wird. In unserem Beispiel war das erster Sarg. Die Bedingung dafür, dass die nicht wörtliche Bedeutung eines Ausdrucks auch nicht wörtlich genommen und anschließend die intendierte übertragene Bedeutung erschlossen wird, ist, dass zwischen der wörtlichen und der übertragenen Bedeutung beziehungsweise zwischen den Gegenstandsbereichen Ähnlichkeits- oder Analogiebeziehungen bestehen. Jean-Paul sieht diese Analogien offenbar zwischen dem Adipössein und dem Todsein. Eine Frage, die man diskutiert und die man diskutieren sollte, ist, inwieweit die Metapher solche Analogiebeziehungen nur ausdrückt oder erst selbst herstellt. Und die Funktion der Metapher ist, dass sie neue mentale Konzepte kreieren kann und schwer fassbare, vornehmlich abstrakte und unkonkrete Gegenstandsbereiche auf innovative Weise greifbarer, begreifbarer, fassbarer machen kann. Beleuchten wir diesen konzeptuellen Aspekt ein bisschen stärker. Bis hierhin haben wir Metaphern als sprachliche Figuren behandelt, mit der Betonung auf sprachlich. Aber offensichtlich passiert bei der Metapher auch etwas im Bereich unserer mentalen Repräsentationen, die wir Konzepte nennen. In Konzepten ist ja unser Wissen organisiert und wir alle verfügen sowohl über Konzepte von konkreten Gegenständen, auch Individuen, Tokens oder Exemplare genannt, zum Beispiel von unseren jeweiligen Müttern, als auch über Konzepte von abstrakten Gegenständen, zum Beispiel das Konzept Mutter im Allgemeinen oder auch Kategorien oder Types genannt. In unserem Konzeptsystem ist auch Platz für die Prototypen bzw. Stereotypen und die Frames, die Sie schon kennengelernt haben. Eine wichtige Frage ist jetzt, was konzeptuell passiert, wenn wir Metaphern gebrauchen. Welche Konzeptualisierungen wir vornehmen, wenn wir mit Metaphern konfrontiert sind. Die sprachlichen Metaphern haben im Allgemeinen die Form X ist Y oder X ist ein Y. Wenn Sie diese Form nicht haben, können Sie durch diese Form paraphrasiert werden. So eine Äußerung ist wie eine Anweisung auf konzeptueller Seite, das Konzept von X in Bezug auf bestimmte semantische Merkmale als das Konzept von Y zu behandeln.
Man soll also ein X in bestimmter Hinsicht als ein Y konzeptualisieren. Und dabei wird etwas vom Konzept von Y auf das Konzept von X übertragen. Und bei diesen konzeptuellen Übertragungen gibt es bestimmte Regelmäßigkeiten, die man an den gebräuchlichen Metaphern beobachten kann. Die Übertragung findet nämlich entweder von konkreten auf abstrakte Konzepte statt oder von einem konkreten auf ein anderes konkretes Konzept. Was eher nicht stattfindet, ist, dass ein konkretes Konzept konzeptuellen Inhalt von einem abstrakten Konzept erhält. Der Satz, unsere Beziehung ist an ein Ende gekommen, muss ich dir leider mitteilen, enthält eine Metapher, die wir paraphrasieren können mit eine Beziehung ist eine Strecke. Dabei wird ein abstraktes Konzept, nämlich eine Liebesbeziehung, mit konzeptuellen Inhalten eines konkreten Konzepts, einer Strecke nämlich mit Anfang und Ende, konzeptualisiert. In Mein Gehirn war Rührei wird das Gehirn als Rührei konzeptualisiert. Beides konkrete Sachen. Hier muss man allerdings beachten, dass das Gehirn hier wieder metonymisch für Denkaktivitäten steht, die natürlich nicht mehr konkret sind, sondern dann abstrakt. Was wir dagegen eher nicht finden, sind Äußerungen wie das Haifischbecken ist eine Universität, während die Universität als Haifischbecken eine belegte Metapher ist. Ein Haifischbecken mit den Mitteln der Universität zu konzeptualisieren, scheint uns beim Verstehen nichts zu nützen. Ein spezieller Typ von Metapher besteht in Übertragungen von Wahrnehmungskonzepten des einen Typs auf Wahrnehmungskonzepte eines anderen Typs. Das nennt man dann Synästhesie. Ein schattig und fahl tönender Flügel. Der Flügel als Musikinstrument mit Mitteln des Gesichtssinns und des Gehörsinns konzeptualisiert. Aus dem Vorangegangenen können wir die Funktion von Metaphern noch einmal präzisieren. Der Gebrauch von Metaphern hat nämlich die Funktion, ein bestimmtes, oft abstraktes Konzept näher zu charakterisieren, indem es zu einem anderen, oft schon konkreten Konzept in Beziehung gesetzt wird und Bedeutungsinhalte von ihm bezieht. Bis hierhin haben wir die Metapher als etwas Sprachliches betrachtet, etwas, das auf der Ausdrucksseite existiert und dem auf konzeptueller Seite die Übertragung von Bedeutungsmerkmalen von einem Quellbereich in einen Zielbereich entspricht. Die Konzeptualisierungen, die dazugehören, gelingen demnach, weil zwischen Quell- und Zielbereichen Ähnlichkeitsbeziehungen bestehen. In einer sehr einflussreichen neueren Metapherntheorie ist das allerdings anders. Es ist die Theorie der konzeptuellen Metapher von George Lakoff und Mark Johnson. Wie der Name der Theorie schon andeutet, begreifen sie die Metapher nicht als etwas Sprachliches, sondern als etwas Konzeptuelles. Sie betrachten nicht die sprachlichen Ausdrücke als metaphorisch, so wie wir das bis hierhin getan haben, sondern sie behaupten, dass bestimmte Konzepte selbst metaphorisch sind und metaphorische Äußerungen dies bloß sichtbar machen. Laut der Theorie der konzeptuellen Metapher besteht die Metapher nicht darin, dass sprachliche Ausdrücke nicht wörtlich gebraucht werden, sondern der sprachliche Ausdruck ist nur die äußere Form davon, dass die Konzepte, die die Bedeutungsübertragung empfangen, dadurch selbst metaphorisch werden. Lakoff und Johnson gehen davon aus, dass sensormotorische Konzepte nicht metaphorisch sind. Also alle Konzepte, die wir durch unsere leibliche Auseinandersetzung mit der Welt direkt erfahren. Die Konzepte, die aus dieser Erfahrung entspringen, wären konkrete Konzepte und würden als konzeptuelle Quelldomänen für all diejenigen Konzepte fungieren, die nicht direkt der sensormotorischen Erfahrung entspringen. Und diese Zieldomänen müssen vielmehr erst durch die konzeptuelle Übertragung
aus den Quelldomänen strukturiert werden. Ein Beispiel ist die Metapher Zeit ist Raum. Wir konzeptualisieren zeitliche Relationen mit den Mitteln von räumlichen Relationen, die wir durch den Sehsinn, durch Bewegung, auch durch Eigenbewegung und den Tastsinn direkt erfahren. Die Metapher äußert sich dann sekundär in der Sprache, wenn wir Sachen sagen wie: Ich denke nie an die Zukunft, sie kommt früh genug. Denn da übertragen wir die Bewegung im Raum auf die Zeit. Die Zeit ist es, die sich bewegt, und zwar auf uns zu. Oder vor dem Semester habe ich noch viel zu tun. Damit beschreiben wir eine zeitliche Relation mit den Mitteln einer räumlichen Relation. Ein anderes Beispiel ist die konzeptuelle Metapher oben ist gut. Sie äußert sich auch sekundär sprachlich, wenn wir so etwas sagen wie: Sie hat wieder die Oberhand gewonnen, sie war im Überlegen, ich bin total down, oder das ist wirklich ein erhebendes Gefühl. Wir kehren aber zurück zur Metapher als sprachlichem Phänomen und versuchen sie jetzt noch ein wenig von anderen Phänomenen abzugrenzen. Zunächst einmal vom Vergleich. Vergleichen Sie, die Universität ist ein Haifischbecken, eine Metapher, mit die Universität ist wie ein Haifischbecken, einem Vergleich. Die Übereinstimmungen zwischen beiden sprachlichen Figuren scheinen auf den ersten Blick groß zu sein. Sprachlich besteht der Unterschied nur in der Vergleichspartikel wie. Etwas unüberlegt könnte man denken, sie seien gleich, außer dass eine Metapher eben nur die Kurzform eines Vergleichs ist, eben ohne wie. Bei genauerem Hinsehen ergeben sich neben Gleichheiten aber auch gewichtige Unterschiede. Zunächst einmal findet beim Interpretieren auf beiden Seiten eine Kombination von Konzepten statt. Aristoteles sagt aber, dass bei der Metapher behauptet wird, dieses sei jenes und deshalb suche man mental auch nach der Identität zwischen beiden, während beim Vergleich nicht behauptet wird, dass dieses jenes sei und deshalb werde auch mental nicht nach der Identität zwischen beiden gesucht. Dann, das hatten wir schon beim Fett- und beim Sarg-Beispiel gesehen. Handelt es sich bei einem metaphorischen Satz wörtlich genommen um einen logisch falschen Satz, denn eine Universität ist im wörtlichen Sinn natürlich kein Haifischbecken. In einem Haifischbecken werden Sie kein Rednerpult und keine Präsidentin finden. Normalerweise. Ein Vergleich behauptet durch die Anwesenheit der Vergleichspartikel auch keine Identität und daher ist ein solcher Satz dann auch logisch kontingent und nicht logisch falsch. Es wird lediglich eine Ähnlichkeit behauptet. Damit hängt zusammen, dass die beiden Figuren in Texten unterschiedlich wirken. Im Vergleich zwischen Metapher und Vergleich wirkt die Metapher eher ungewöhnlich, provokativ, neu und ausdrucksstark, während der Vergleich eher gewöhnlich und ausdrucksschwächer wirkt. Ein Vergleich kann allerdings in einem Text eine metaphorische Übertragung zwischen zwei Bereichen vorbereiten. Als Illustration kann ein Zitat von Juli C. dienen. Ada las, wie man Stämme in ein Sägewerk schiebt. Weil sich von den dicken, harten Klötzen am längsten zehren ließ, mochte sie vor allem die Literatur des vorletzten Jahrhunderts. Der Vergleich im ersten Satz fungiert wie ein sanfter Einstieg in die Bedeutungsübertragung, die die Metapher im zweiten Satz uns dann zumutet. Der explizite Vergleich durch die Vergleichspartikel wie im ersten Satz lässt uns Ähnlichkeiten zwischen dem Lesen von Literatur und dem Zersägen von Holz konzeptualisieren oder das Schieben von Holzes in die Sägen. Und im zweiten Satz wird die Ähnlichkeit durch die Metapher und das Fehlen der Vergleichspartikel zu einer konzeptuellen Identitätsbehauptung verstärkt oder ausgebaut, zumindest was die wörtliche Bedeutung betrifft. Der Vergleich ist sozusagen eine Zwischenstufe, die den Schritt in die wörtliche Identitätsbehauptung der Metapher nicht ganz so abrupt erfolgen lässt.
Und hier nochmal der Vergleich von Metapher und Vergleich als Merkfolie. Die Metapher lässt sich auch von der Metonymie abgrenzen. Wie die Metapher ist uns die Metonymie schon beim Sprachwandel begegnet. Dem Namen nach ist die Metonymie eine Namensvertauschung. Man tauscht einen Ausdruck für einen anderen aus, deren Bedeutung in einer Beziehung der Kontiguität stehen. In Ich lese Bachmann steht die Autorin für ihr Werk. In Die Ernte war gut steht die Handlung des Erntens für das Resultat. Und so weiter. Solche Kontiguitätsbeziehungen sind etwas anderes als Ähnlichkeits- oder Analogiebeziehungen der Metapher. Das ist ein erster Unterschied. Metonymien, in denen der Ausdruck für das Teil, für das Ganze steht, oder auch der Ausdruck für das Ganze für einen Teil, solchen Metonymien sind wir schon öfter begegnet. Sie werden als rhetorische Figur auch Synekdoche genannt. Beispiele sind, wenn Hauptstädte für Staaten oder Körperteile für Personen stehen. Die Beinprothese in Raum 5 wartet schon seit einer halben Stunde. Zwischen der Beinprothese und der Person besteht keine Ähnlichkeitsbeziehung, wie bei der Metapher, sondern eine Pars pro toto Beziehung. Die Metonymie hat auch die Funktion, etwas ökonomisch auszudrücken, während die Metapher etwas begreiflich machen soll. Eine Metonymie ist nicht als Vergleich paraphrasierbar, eine Metapher schon. Eine Beinprothese ist nicht wie ein Patient, Ingeborg Bachmann ist auch nicht wie ihr Werk. Allerdings sind Metaphern und Metonymien kombinierbar. In Die Gurkennase sitzt auf dem Sofa steht die Gurkennase pars pro toto für eine Person. Gleichzeitig ist die Gurkennase eine Metapher, in dem eine Ähnlichkeit zwischen einer Gurke und einer Nase behauptet wird. Und mit diesem Beispiel sind wir auch am Ende der Sitzung und am Ende der Inputblöcke. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit heute und über das ganze Semester hinweg und sage Tschüss.